Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich eben neue Bücher gekauft bei Thalia und die möchte ich euch heute gerne einmal zeigen, aber erst einmal erzähle ich euch ein bisschen mehr dazu. Denn es war so, ich lade hier zwar im Moment fast täglich ein Video hoch, aber mit dem Lesen ist es im Moment sehr schleppend. Das merkt ihr auch, dass in letzter Zeit keine Rezensionen kamen. Ich habe Anfang des Monats direkt drei Bücher gelesen. Ziemlich schnell, aber dann hat es schlagartig aufgehört. Ich habe immer wieder Bücher angefangen, aber keins hat mich so richtig gepackt, dass ich daran hängen geblieben bin. Und das ist so traurig einfach und richtig schlimm für mich, weil ich ja auch eine bestimmte Anzahl an Büchern auch schaffen möchte, weil ich Geschichten lesen möchte, die mich richtig packen einfach und wo ich halt nicht mehr aufhören kann zu lesen. Und das war in letzter Zeit nicht der Fall. Und das finde ich extrem schlimm. Und da kein Buch, was ich gerade hier habe, so richtig ja, meins ist, dachte ich dann einfach, los, geh einfach in den Thalia und stöber ein bisschen und such die Bücher aus, wo du denkst, dass sie auf jeden Fall spannend sind. Also ich tue mich ja ab und zu bei Liebesgeschichten schwer. Genau, und ja, ich habe jetzt vier Bücher ausgesucht, vor allem aus dem Fantasy-Bereich. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf und lasse euch jetzt einmal teilhaben. Also, das erste Buch, was ich mir gekauft habe, das wollte ich mir sowieso kaufen, aber erst nächste Woche, weil es eigentlich erst nächste Woche erscheint. Und zwar Kiss Kiss Guts of Ivy Hall von Alana Falk. Das habe ich nämlich schon in meinen Neuerscheinungen für den Februar einmal vorgestellt und habe erst durch das Video, was ich da gedreht habe, Lust auf dieses Buch bekommen. Ja, ziemlich verrückt. Aber ich lese euch einmal den Klappentext vor. So. Erwins Lippen sind gefährlich, denn sie ist keine normale Studentin am Ivy Hall College. Sie ist eine Rachegöttin im Dienst von Hades. Und dazu verdammt, jungen Männern mit einem Kuss die Seele zu stehlen. Niemals darf sie sich verlieben. Das ist Erwins wichtigste Regel. Bis sie auf einer Verbindungsparty Arden begegnet und plötzlich alles anders ist. Ardens Nähe, seine Blicke, seine zufälligen Berührungen wecken Gefühle in Erwin, die sie nicht empfinden darf. Denn ein einziger Kuss würde sein Schicksal besiegeln. Das hört sich so gut an und ich freue mich richtig darauf und es wird ja im Sommer dann auch Teil 2 geben. Das sieht man hier schon einmal, Teil 1 hier und der ist dann so ein Pink gehalten, sieht richtig gut zusammen bestimmt aus. Und ich habe von Alana Falk nur einen ihrer Romane gelesen. Die hat sie mir kostenlos zur Verfügung gestellt damals und hat mich als Bloggerin angeschrieben, was ich mega toll fand, weil meistens sind es ja die Blogger, die die Autoren anschreiben und nicht andersrum. Ja, und das war total süße Geschichte, total schön geschrieben. Und jetzt geht es einmal in den Jugendbuch-Fantasy-Bereich bei ihr. Und darauf freue ich mich unglaublich. Ja, weiter geht's mit dem Buch Nummer 2. Und zwar ist das Eve of Man. Und das Buch hat mich vom ersten Moment an mega interessiert, als ich es gesehen habe. Und es ist auch sehr positiv immer bewertet worden, wenn man dann mal so Rezensionen gesehen hat. Und deswegen konnte ich jetzt nicht daran vorbeigehen. Ja, worum geht es? So, wie kannst du dich zwischen deiner großen Liebe und dem Fortbestand der Menschheit entscheiden? Sie ist die Antwort auf ihre Gebete, die letzte Hoffnung der Menschen. Mit angehaltenem Atem haben sie auf ihre Ankunft gewartet. Und tatsächlich hat sie gegen jede Wahrscheinlichkeit überlebt. Eve, so nannten sie das erste Mädchen, das nach 50 Jahren geboren wurde. Auf ihr ruht eine ungeheure Verantwortung. Sie muss die Menschheit retten. Klaglos hat sie bisher ihr Schicksal angenommen. Aber plötzlich ist alles anders. Sie begegnet Bran. Und damit gerät ihr friedliches und behütetes Leben in Gefahr. Ist die Welt wirklich so, wie man ihr weismachen will? Oder ist sie ein Spielball machtpolitischer Interessen? Eve will Kontrolle übernehmen über ihren Geist, über ihren Körper. Aber wie soll sie aus ihrem luxuriösen Gefängnis ausbrechen? Und ist Bran bereit, ihr dabei zu helfen und sein Leben für sie zu riskieren? Vielleicht ist es ja die große Liebe, die die Menschheit schon immer vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt hat. Das ist richtig krass, also dass wirklich seit 50 Jahren keine Frau mehr geboren wurde und sie dann die erste ist und man sie dann wegsperrt, weil ja, man sie natürlich beschützen muss. Und ja, was dann
aus dieser Geschichte wird, was alles geschieht. Da bin ich sehr gespannt drauf und es wird auch einen zweiten Teil geben. Ich glaube, der kommt Ende des Jahres raus. Ja, ich bin sehr gespannt. Hört sich auf jeden Fall mega gut an. So, kommen wir zum dritten Buch. Das ist nämlich Game of Gold von Shelby Mahuin. Das ist ein Buch, also das ist auch ziemlich neu erschienen. Als ich die Neuerscheinungsvideos gedreht habe, habe ich es gesehen und als nicht als erwähnenswert empfunden. Und es ist auch ein Buch, was ich jetzt wirklich nur geholt habe aufgrund der vielen positiven Rezensionen. Und ja, jetzt bin ich auf einmal sehr gespannt auf diese Geschichte. Und zwar: Hexen töten, Hexen rächen, aber Lou liebt. Lou führt ein Leben als Gejagte, denn wenn sie einem Hexenjäger in die Hände fällt, droht ihr der Tod auf dem Scheiterhaufen. Um sich unsichtbar machen zu können, stiehlt sie einen magischen Ring und wird im allerletzten Moment vom Hexenjäger Reed gestellt. Zwar kann sie gerade noch ihre wahre Identität vor ihm verbergen, aber entkommen wird sie ihm nicht. Denn um sich selbst zu retten, muss sie ihren gefährlichsten Gegner heiraten. Ja, wie gesagt, ich habe noch überhaupt keine Meinung zu diesem Buch. Fantasy-Bereich interessiert mich ja eigentlich sehr und zum Thema Hexen habe ich noch nicht wirklich ein Buch gelesen. Ich glaube, eins von Terry war mal in die Richtung The Book of Lies. Aber ansonsten habe ich noch nichts gelesen und bin dann einmal sehr gespannt, es schimmert. So, und das letzte Buch ist von V.E. Schwab, Witches, das Böse in uns. Da habe ich den Klappentext gelesen und es hat mich dann noch sehr interessiert. Also so an sich vom Cover hat es mich jetzt nicht so besonders angesprochen, aber als ich dann den Klappentext dazu gelesen habe, dachte ich, das könnte gut werden. Das ist nämlich so eine Art Superheldengeschichte. Victor Vale und Ellie Ever wollen sterben, allerdings nicht um tot zu bleiben, sondern um mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wieder aufzuerstehen. Als junge, brillante Medizinstudenten wissen sie genau, was sie tun. Sie planen das Experiment minutiös und haben Erfolg. Und beide kommen verwandelt wieder ins Leben zurück. Eli entwickelt eine erstaunliche Regenerationskraft und wird praktisch unsterblich. Victor kann anderen Schmerz zufügen oder nehmen. Was sie nicht unter Kontrolle haben, ist die Tragödie, die durch ihr Experiment ausgelöst wird. Denn Superkräfte allein machen keine Helden. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und spannend. Und es ist jetzt auch nicht so dick. Okay, doch 400 Seiten. Oder? 150. Okay. Es sah jetzt dünner aus, als es ist. Sieht jetzt nicht so nach 400 Seiten aus. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich auf all diese Bücher besonders. Besonders auf Eve of Man und Cursed Kiss, weil ich die eh lesen wollte und mich da schon länger drauf freue. Und ja, das sind meine Neuzugänge. Und ich freue mich sehr darauf. Und wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, bitte teilt mir eure Meinung mit, damit ich noch mehr motiviert werde zu lesen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon. Ciao!